Hoho, von draußen vom Wald, da komme ich her. Ich muss euch sagen, da rührt sich nichts mehr. Selbst hoch oben in den Tannenspitzen sieht man keine Eichhörnchen mehr sitzen. Der Wald liegt da wie ausgestorben. Als hätte er sich den Magen verdorben. Nur der Uhu weit weg und das Käuzchen nearby. Die halten die Stellung. Die sind noch dabei. Denn die Waldbewohner und der Rest der Welt, dem so scheint es, der Himmel auf die Birne fällt. Sie alle erwarten mit bibberndem Herzen den Schlitten mit Glocken und Scheinwerferkerzen. Den Recken, der Stiefel und Schuhe füllt, der sich am 6. Dezember durch den Schornstein knüllt. Den Mann mit weißem Rauschebart, der den Wald durchquert. In voller Fahrt. Genau diesen Typen, dem kein Limit gefällt, der sich niemals an Geschwindigkeitsbegrenzung hält, den erwarten hier alle voller Furcht und Bangen. Fährt er wieder kreuz und quer und in Linien wie Schlangen? Erst wenn er endlich den Wald hat durchquert, wieder Ruhe und Frieden in die Wipfel einkehrt. Dann kehren Reh und Hirsch sowie Fuchs und Schwein zurück an ihren Platz zu den Lieben daheim, um in 12 Monaten dann wieder zu fliehen. Vor dem Mann mit dem Schlitten, den wohl Geisterfahrer ziehen. So viel zu Rudi, dem mit der roten Nase. Der trinkt angeblich Wasser aus einer Vase. Hast du schon mal was davon probiert, ohne dass man dabei den Verstand verliert?